wir sind hier in Launau angekommen. Kurze Pipi-Pause. Und wir schauen mal, gerade eingesteckt, wie schnell er lädt. Ja, ich sehe das gerade. Oh, muss ich weg. Ich sehe, es gibt ein Problem, es lädt nicht schnell. Wir sind mittlerweile hier an einem Recharge in Dänemark, Kogge, angekommen. Sehr schön hier, alles mit überdacht, mit Solar. Leider sind das nur V2-Ladestellen. Das heißt, man muss sich das ein bisschen aufteilen. Und heute Abend werden wir in Kopenhagen einen schönen Burger essen. Da gibt es so eine Burgerkette, die an alten Tankstellen sich befindet. Und die soll lecker sein. Dann gibt es wieder was Neues von uns. Von Wolfgang, Emil, Alex und Joachim und Joshua. Ja, guten Morgen hier vom Wolfgang Müller Tesla-Gutachter. Hier sind wir bereit und fahren los. Unsere erste Unterkunft in einem Airbnb. Sieht aus wie Köln-Chorweiler oder Seeberg. Ja, war aber okay, war sauber und so weiter. Hat jetzt 120 Euro gekostet für 5 Personen. Haha, also da kann man auch nicht meckern. Dusche und alles war sauber und kein besonderer Luxus. Aber ja, wir fahren jetzt hier erstmal so um die 150 Kilometer zum nächsten Supercharger. Da gibt es dann Frühstück und und wir haben schönes Wetter. Im Gegensatz zu gestern, da sind wir hier nochmal richtig in den Regen gekommen. Und wenn es hier mal richtig regnet, dann regnet es auch. Ja, so sieht das hier aus. Schweden, Verwandtenstadt. Aber ja, alles super gefleckt. Sieht schlimmer aus, als es ist. Dann bis zur nächsten Etappe und ciao. Noch ein kleiner Zwischenstopp, hier gibt es kleines. Hier gibt es Allegro-Ladesäulen. Meckes ist natürlich überall, Burger King und natürlich viele Tesla-Ladestationen. V3, schön. Aber was uns verwundert ist, ja, hier gibt es einen NIO. Batteriewechselstand. Ja, so viel zu irgendwo am Arsch der Welt in Schweden. Just go ahead, go and catch me, baby. Ooh.